Hey Leute, was geht? Hier ist euer Sergeant Pepper mit einem neuen Borderlands 2 Legendary Gun Tutorial. Ja, und wie ihr sehen könnt, haben wir heute die Infinity Pistol. Ein erster Look auf die Stats, ja, 3000 Schaden. Ist halt jetzt nicht die 50er Version, aber mir war es trotzdem wert, das mit meinem zweiten Charakter, der Sirene, zu spielen. Magazingröße 1, da fragt man sich schon, ja, das ist ein bisschen blöd, oder? Aber wenn man die Waffe dann mal hat, dann merkt man, ja, irgendwie muss man nicht nachladen und die Waffe verbraucht auch einfach keine Munition, ja. Das ist doch schon eine sehr nette Nebensache, ja, kann man sagen, ja. Und diese Waffe zu farmen, muss man in Sanctuary eine Quest machen, die man von Dr. Z bekommt. Ja, ganz am Anfang, die bekommt ihr direkt, wenn ihr nach Sanctuary kommt, also wenn ihr von Sir Hammerlock nach Sanctuary geschickt werdet, dann kommt dann direkt die Quest. Ich bin jetzt halt nicht im wahren Kammerjäger-Modus, sonst hätte ich all die 42er hier killen müssen, da hab ich halt irgendwie keinen Bock drauf. Also, wie gesagt, ihr müsst eine Quest bei Dr. Z machen, die bekommt ihr direkt am Anfang, ich sag euch jetzt nicht, wie die heißt, weil dann müsste ich ja irgendwas nachgucken, dazu bin ich viel zu faul. Und dann müsst ihr halt diesen Dr. Mercy hier killen, und der droppt die dann halt hoffentlich. Das kann schon lange dauern. Muss aber nicht, also ich habe die Waffe insgesamt dreimal erfarmt, glaube ich. Das erste Mal irgendwie, als ich Level 7 war oder so. Es hat relativ lang gedauert. Danach hat es beim nächsten Mal 4 Versuche gebraucht. Und danach hat es wieder ziemlich lang gebraucht. Also, das halt mal so, ja. Kann man halt nichts machen. Müsst einfach farmen. Ja, und ich hoffe, euch konnte dieses Video weiterhelfen. Und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.